Diesmal muss ich sogar mit einem Lächeln angucken, denn langsam, langsam, lieber Norman, sehe ich eine Kontinuität in diesen Titelverteidigungen. Da sehe ich Qualität. Das ist so, weißt du, das ist so ein charmantes Kompliment. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe gehofft, wenn ich meinen Titel wieder einmal verteidige, dann ist das eine, was ich hören möchte, dass du stolz auf mich bist. Wirklich, das finde ich so toll. Ich finde es auch toll, dass du es toll findest. Verstanden, ne? Hast du nicht verstanden? Es ist verdammt nochmal egal, was du hier von dir gibst. Es ist egal, was du denkst. Es ist egal, wie du erkennst, irgendwelche Muster zu sehen. Junge, eigentlich bin ich nicht nur gut aussehen, sondern auch eloquent, aber das hat gerade ganz schön gescheppert. Ich bin ehrlich. Michael Knight hat nicht umsonst die Erfahrung, die er hat. Er heißt nicht umsonst The German Highlight. Aber ich sag dir auch, das Highlight von Michael Knight bei der WXW war, dass ich ihm gerade in sein Gesicht getreten habe. Und das war's auch für heute. Ich bin und bleibe euer WXW Shotgun Champion, der International Superstar Norman Harras. Glück, dass der gute Frank nicht, dass er pro Stunde als pro Wort bezahlt wird, weil ne, bei dir würde das sein Gehalt ja in die Höhe schießen. Aber er macht seine Arbeit im Gegensatz zu dir auch gut. Dankeschön. Aber etwas anderes. Du weißt, wir kommen wieder zu dem Teil, wo ich dir deinen Gegner verrate für die nächste Woche. Julius Junior! Was? Wen? Du hast mich richtig verstanden. Julius Junior! Kenn ich nicht. Du wirst ihn definitiv kennenlernen und du wirst definitiv sehen, dass es ein hochkarätiger Gegner ist und ja, mal sehen, was da, ob du weiterhin WXW Shotgun Champion bleiben wirst. Die Daumen drücke ich dir. Alles Gute.